Dann wird das schon mal erledigt. Frage ist, wo steht der Raketenwerfer? Ich traue mich jetzt auch nicht wirklich, einen Kopter darunter fliegen zu lassen. Für den Fall, dass da eine blöde Anti-Air steht. Ich kann mal ab diesem Zeitpunkt der Mission ein bisschen Zeit lassen. Ich habe mein Hauptquartier jetzt gerade abgedeckt. Okay, aber da scheint anscheinend nichts hochzukommen. Also schicke ich mal einen Speer dahin. Okay, der bringt hier nichts. Haben die Einheiten da zurückgezogen? Sieht fast so aus. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Anti-Air-Einheiten da unten warten. Auf jeden Fall steht da irgendwo noch ein Rocket Launcher. Die Frage ist nur wo. Ach. Ja, Artillerie ist es sogar, okay. Na gut, die kriegen wir wenigstens noch weg. Ganz vergessen, in den Wald danach zu schauen. So. Dann haben wir hier zumindest schon mal fast alles wieder repariert. Ja, da kommen ja schon die Infanterie, die versucht, mein Hauptquartier zu besetzen. Ja, ich wusste, da kommt doch irgendwo eine blöde Anti-Einheit. So, du besetzt hier gar nichts, Freundchen. Nicht so lange ich mit dem Raketenwerfer hier stehe. Eine Anti-Air-Einheit weniger.
kam da wieder mit einem Seitenhieb. Und da steht irgendwo wieder eine Distanzeinheit. Da ich die, wenn es eine Artillerie wäre, hätte ich sie mit dem Jagdpanzer längst gesehen. Daher kann ich mir ziemlich sicher davon ausgehen, dass das ein Raketenwerfer ist. Gerade im Hinblick darauf, wie viel Schaden das Ding gerade gemacht hat. Also dann schauen wir mal. Ach ja, dann steht das Ding hier irgendwo da drin. Ja, haben wir es doch. Hier stehen zwei Raketenwerfer. Und ich frage mich, wie viele Anti-Einheiten sich da hinten jetzt noch tummeln. So, die muss ich auf jeden Fall kaputt schießen, sonst habe ich verloren. Die ja beide nicht hin, ne? Ja. Für den Fall, dass da noch irgendwelche Flak-Einheiten sind, stelle ich die lieber mal da hinten hin. Da müssten die nämlich hier außen rumfahren und da kommen sie eh nicht rum, wenn da noch welche wären. Da kommt schon die nächste Infanterieeinheit und will besetzen. Mit dir. Okay. Der hat sich ja wieder saublöd dahingestellt. Und da steht sogar wirklich eine. Gut, dass wir noch einen Kopter hier haben. Oder besser gesagt zwei Kopter. Was auch mal interessant wäre, wie viele Einheiten hat er eigentlich noch? 10. Wie viele davon sehe ich? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das heißt, der hat irgendwo noch 4 Einheiten, die ich nicht sehe. So, jetzt sind noch 5 sichtbare da. Und damit wären es dann nur noch 4. Der hat sich ja super abgedeckt hier. Bei einem meiner Kapte geht bald die Munition aus. Das ist ja auch wieder super. Gehen wir mit den Infanterieeinheiten darüber.
der da hin? Also bis 2 über Medium Tank kann ich gehen, dann erwischt er mich nicht mehr, passt. So langsam fangen meine Einheiten wieder an, fit zu sein. Irgendwo hat er noch eine motorisierte Einheit versteckt. Ich kann mir vorstellen, dass das ein APC ist. Fällt gerade auf, es leben bei mir echt immer noch alle 4 Infanterieeinheiten. Was haben wir hier? Ah, hier sind noch ein Haufen Einheiten von ihm. So, jetzt sehe ich 1, 2, 3, 4, 5, 6 von wie vielen? Von 8. Das heißt, er hat immer noch 2 irgendwo rumstehen, von denen ich nicht weiß, wo sie sind. Aber er scheint schon nichts mehr zu machen. Er wartet nur darauf, dass ich irgendwo einen Fehler mache. Wie weit komme ich jetzt mit einer Super? Also die 2 Späher kriegen die Arti klein. Der Panzer kriegt den Geschützturm da klein. Und mit dem Kopf dann kriege ich die Arti da hinten auch weg. Also das lohnt sich. Da können wir wieder schön durchräumen. So. Erstmal hier. Den Speeren draufhauen. Der Kampfpanzer jetzt bis zum Schütz vor. Der kriegt den hoffentlich auch kaputt. Ja, dann halt nur auf 1 HP. Dann du kommst weg. Anschießen, der muss komplett weg. Will nicht schon wieder einen Schuss mit 3 HP von Raketenwerfer abkriegen. Tun trotzdem noch weh. Schauen wir mal, ob wir ihn rauslocken können. Mit seinen letzten paar Einheiten, die er da irgendwo noch stehen hat. So, wenn ich jetzt richtig mitgezählt habe, hat er noch 4 Einheiten, von denen ich 2 nicht sehe. Naja, und eine ist höchstwahrscheinlich eine Artillerie, die jetzt hier in diesem Wald steht. Habe ich recht? Natürlich habe ich recht. Dann fehlt aber immer noch eine Einheit, von der ich nicht weiß, wo sie ist.
Das ist ein Speer, okay. Das ist von allen Sachen, die jetzt rumlaufen können, das zweitharmloseste. Das harmloseste wäre noch ein APC gewesen. Ein Kopter ohne Benzin und ohne Munition. Mal her, kriegst wieder was. So, jetzt ist die letzte Einheit, die bei ihm noch lebt. Dieser Speer. Und dann haben wir es auch geschafft. Nachdem ich ja weiß, dass es seine letzte Einheit ist, kann ich alle Einheiten darauf rücken lassen. Mehr muss ich auch eh schon gar nicht mehr machen. Er bewegt sich nicht mal. Und weil du mich ja mit Fernangriffen kaputt machen wolltest, hier kriegst deine Fernwaffen. So. Dann haben wir unsere Leute ja gerettet.